Zecken lauern im Gras und lassen sich unbemerkt auf ihre Opfer fallen. Sobald sie dann eine gut durchblutete Stelle gefunden haben, bohren sie sich in die Haut. Anders als oft angenommen, sind Zecken nicht nur in den Wäldern und in Wiesen aufzufinden, sondern auch im eigenen Garten. Zeckenbisse sind nicht nur nervig, sondern können auch ernstzunehmende Krankheiten mit sich bringen, wie zum Beispiel FSME oder Borreliose. Und darum ist der richtige Schutz vor Zecken so wichtig, weswegen wir auch dieses Video erstellen, um euch Tipps zu geben, sowie Hausmittel, wie ihr euer eigenes Anti-Zeckenmittel selber herstellen könnt. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen bei Kasida, dein Experte für natürliche Gesundheit und Clean Beauty. Die wichtigste Frage in diesem Video ist also, was hilft gegen Zecken? Laut einigen Studien bieten ätherische Öle sowie auch einige fette Öle, wie zum Beispiel Schwarzkümmelöl oder Kokosöl, Schutz vor Zecken. Auch die angemessene Kleidung ist hier ein ganz wichtiges Thema. Diese sollte nämlich immer lang und geschlossen sein. Und es gibt auch spezielle Socken, die die Zecken fernhalten. Und ein weiterer Tipp ist es, helle Kleidung anzuziehen, denn dort erkennt man die Zecken direkt. Das allerbeste, was ihr also nun tun könnt, ist, die Kombination aus der angemessenen Kleidung sowie einen angemessenen Schutz zu verwenden. Wir bei Kasida lieben naturreine und ätherische Öle und deren Wirkung. Und auch hier ist das ein ganz wichtiges Thema. Für uns Menschen riechen die ätherischen Öle wunderbar, für Zecken absolut gar nicht. Welche ätherischen Öle besonders abstoßend für Zecken sind, habe ich mir hier notiert und ich lese es euch ganz kurz vor. Das wäre einmal das Zitronenöl, Eukalyptus, Grapefruit, Myrrhe, Lavendel, Teebaum, Anis, Thymian, Nelke, Rosmarin, Rosengeranie, Pfefferminze, Basilikum, Patchouli, Sandelholz und Lemongras. Ihr habt hier also eine riesige Auswahl an ätherischen Ölen, die ihr als Anti-Zeckenmittel nutzen könnt. Am besten jedoch wirken sie in Kombination. Dabei können sie nämlich ihre jeweils eigene Wirkung ergänzen und noch besser wirken. Hierbei reichen immer nur wenige Tropfen des Öls aus. Allerdings ist es wichtig, das Öl nicht pur auf der Haut anzuwenden, sondern mit einem Basisöl zu mischen, wie zum Beispiel mit Mandel- oder Kokosöl. Dabei kann man dann nun einfach 10 ml des Basisöls nehmen und darin 7 bis 10 Tropfen des ätherischen Öls hinzufügen. Diese Mischung kann man dann also am besten auf die Gelenke oder auf die Knöchel schmieren, denn dort finden die Zecken am schnellsten ihre Stellen. Folgend möchten wir euch zeigen, wie ihr zwei Produkte selber herstellen könnt, nämlich einmal ein Anti-Zecken-Balsam und einmal ein Anti-Zecken-Spray. Das Balsam eignet sich perfekt dafür, um, wie gerade erwähnt, die Gelenke oder die Knöchel einzureiben. Und das Spray könnt ihr auf die Haut sowie auch auf eure Kleidung aufsprühen, um die Zecken von euch fernzuhalten. Für das Anti-Zecken-Balsam für die Haut braucht ihr folgende Zutaten. Einen leeren Cremetiegel, 95 ml Kokosöl, 5 Gramm Bienenwachs und dann diese folgenden ätherischen Öle. 3 Tropfen Zitrone, 3 Tropfen Eukalyptus, 3 Tropfen Lavendel, 3 Tropfen Pfefferminz, 2 Tropfen Lemongras und 2 Tropfen Patchouli. Das Bienenwachs kann nun zusammen mit dem Kokosöl in einem Wasserbad geschmolzen werden. Anschließend von der Platte nehmen, die ätherischen Öle hinzugeben und alles vermischen. Diese Mischung könnt ihr nun in einen leeren und sauberen Cremetiegel füllen und auskühlen lassen. Dieser rein natürliche Anti-Zecken-Balsam kann nun großzügig auf Beine, Arme sowie andere exponierte Stellen aufgetragen werden. So einfach ist es gemacht und nun schauen wir uns das Anti-Zecken-Spray für die Kleidung an. Dafür braucht ihr folgende Zutaten. Eine leere 100 ml Sprayflasche, 90 ml hochprozentigen Alkohol, also mindestens 40-prozentigen, zum Beispiel Wodka oder Korn. Dafür braucht ihr dieselbe Mischung an ätherischen Ölen. Zitrone, Eukalyptus, Lavendel, Pfefferminz, Lemongras und Patchouli. Den Alkohol und die ätherischen Öle könnt ihr nun in die leere Sprayflasche füllen, schütteln und fertig. Dieses rein natürliche Anti-Zecken-Spray könnt ihr nun regelmäßig auf die Kleidung aufsprühen und vorher immer gut schütteln. Ihr seht also, das Balsam sowie auch das Spray sind super schnell gemacht und ihr habt damit einen guten Schutz gegen Zecken.
Alle naturreinen ätherischen Öle, die ihr in diesem Video gesehen habt, sowie zum Beispiel auch das Kokosöl und viele weitere naturreine und in Apothekenqualität hergestellte Produkte, findet ihr in unserem Webshop. Wenn ihr dort vorbeischauen möchtet, dann guckt jetzt noch kurz in der Videobeschreibung, denn dort findet ihr einen Code, einen Rabattcode für 10%. Wir wünschen euch noch eine wundervolle Zeit, hoffentlich komplett ohne Zecken, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Abonniert jetzt noch kurz kostenlos unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!